Schönen Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf ausnahmsweise damit beginnen, Ihnen zu sagen, was wir heute wahrscheinlich eher weniger hören werden, den ganzen Nachmittag, nämlich einen Exkurs zum Thema Bitcoins. Aber interessanterweise ist das Thema Blockchain so gebunden an Bitcoins und die ganzen Kryptowährungen, dass das in unseren Köpfen quasi eins zu eins besetzt ist. Aber glücklicherweise ist nach den ICO-Flops der letzten Jahre, weil das letzte Jahr war so ein Höhenflug für Kryptowährungen, ist jetzt mehr oder weniger der Blick frei geworden auf viele andere Anwendungen, die hinter dieser Technologie namens Bitcoin stecken, namens Blockchain stecken. Und zwar Anwendungen in der Zivilgesellschaft genauso wie in der Wirtschaft. Der deutsche Wirtschaftsprofessor Philipp Santner zum Beispiel hat überhaupt die Bitcoins verglichen mit dem E-Mail und meint, dass... Jetzt sage ich schon wieder Bitcoin, Sie merken, in meinem Kopf ist das auch noch immer durcheinander. Er hat die Blockchain verglichen mit der E-Mail. Er meint, dass die Blockchain im Geschäftsleben so selbstverständlich werden wird, wie das die E-Mail in den letzten Jahren gewesen ist. Und dass sie für uns quasi ja Alltag werden wird. Was wirklich so alles in der Pipeline ist, punkto Blockchain, das hören Sie heute bis 18 Uhr. Wir haben eine Pause, da können Sie dann wieder Kraft tanken. Ich war jetzt quasi nur der akustische Vorposten, denn traditionell gehört der Beginn des ISPA-Summits dem Präsidenten. Das ist der Harald Kapper. Bitte schön. Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf euch wie in diesem Sinne schon jedes Jahr traditionell begrüßen beim Internet-Summit der ISPA. Das Thema hat der Franz Zeller bereits angeteased. Es geht um die Blockchain, aber nicht um das digitale Geld, das da oft dahinter hängt, sondern um möglichst konkrete Anwendungen, Ideen, Theorien und Möglichkeiten, wie wir damit unsere Internetwirtschaft weiterentwickeln können. Ich darf mich aber vor allem auch noch bedanken bei der Universität Wien, die uns diese Räumlichkeiten inklusive Klimatisierung an einem heißen Tag wie diesem zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich auch beim Team des ISPA-Büros, das diese Veranstaltung wie auch jedes Jahr bravourös organisiert und gemeistert hat. An dieser Stelle herzlichen Dank an unseren Generalsekretär, unsere Kommunikationsdame und an die anderen Damen und Herren, die jetzt gerade nicht im Raum sind, sondern noch weiter unten weiter Besucher einchecken. Ja, und da ich auch zum Thema Blockchain nur ein sehr, sehr früher Beginner und Mitreder bin, lasse ich die thementliche Aufarbeitung unseren Vortragenden und wünsche uns allen viel Spaß und einen schönen Summit.